Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Heute mal aus dem Stall, das hatte ich anders geplant. Ponys sollten eigentlich noch 2-3 Stunden draußen bleiben, aber leider war der Zaun an einer Stelle kaputt, weil die kleine Pocahontas, Peppers Fohlen vom letzten Jahr, nämlich irgendwie da aus dem Zaun rausgeflutscht ist und beim Wiederreinspringen zweimal die Litze kaputt gerissen hat. Deswegen, habe ich jetzt alle Ponys reingeholt, weil das muss ich dann erstmal in Ruhe reparieren. Die waren aber auch schon sehr früh draußen heute Morgen, aber eigentlich ist es jetzt noch viel zu schade bei dem schönen Wetter. Aber kann ich jetzt auch nichts ändern, ist jetzt so. Jetzt muss ich erstmal reparieren und dann gehen sie morgen wieder raus. Aber ja, gute 5 Stunden waren sie eh draußen. Von daher alles gut. Ich dachte, ich mache euch mal ein Video noch zu einer Frage, die ich häufig unter den letzten 2 Videos, wo es um unsere Geburt, um die Totgeburt ging von der Püppi, Frage, die da sehr oft gestellt wurde und auch bei Instagram sehr oft gestellt wurde, und zwar: Was passiert eigentlich mit so einem toten Fohlen oder einem toten Pony allgemein? Wenn man natürlich die Erfahrung noch nicht gemacht hat, zum Glück, kann man das ja auch eigentlich nicht wissen oder wenn man es nicht schon mal mitgekriegt hat. Deswegen dachte ich, ich mache da mal ein Video dazu. Und zwar ist es so, dass die Ponys, also dass man quasi Pferde, Ponys, wie auch immer, von einem, ja, ich sag's jetzt mal, Entsorgungsunternehmen oder Abdecker, sagte man früher auch mal, abholen lassen muss. Also man darf die jetzt nicht irgendwie zu Hause im Garten vergraben oder so. Das ist nicht erlaubt aus umwelttechnischen Gründen, Gewässerschutz, was weiß ich, da jetzt irgendwie ein totes Fohlen oder so irgendwo zu vergraben. Deswegen muss man die abholen lassen und das ist einheitlich geregelt. Emma, ist der Elf. Du musst jetzt nicht hier meine Jacke aufessen. Also wirklich, geh doch mal. Auch ein Dreckschwein. Und zwar ist das je nach Landkreis unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Unternehmen in Deutschland und das wird irgendwie immer ausgeschrieben. Bei uns war es jetzt sehr lange zum Beispiel die Firma Rendag. Und jetzt seit diesem Jahr scheinbar nämlich nicht mehr. Die sind nicht mehr zuständig, sondern die Firma Sekanin. Das ist, wie gesagt, irgendwie Ausschreibungssache je nach Landkreis. Also im Nachbarkreis hier zum Beispiel war schon immer Sekanin zuständig und scheinbar hat sich das jetzt dieses Jahr geändert. Da kann man also anrufen, am besten googelt man das irgendwie oder fragt den Tierarzt oder so. Die wissen das ja auch, weil die natürlich auch von den Tierärzten ja die Tiere abholen. Auch Hunde, Katzen, was auch immer, Kaninchen, was auch immer da vielleicht eingeschläfert wird. Die wissen das auch, wer da zuständig ist. Ansonsten vielleicht einfach mal googeln. Bei uns war es jetzt die Firma und dann ist es so, dass man da anrufen kann. Und halt sagt, wir haben einen Pony eingeschläfert, ein Pferd, wir haben ein totgeborenes Fohlen, was auch immer. Und die nehmen dann halt die Daten auf, wer Tierhalter ist und wo die Ladestelle ist, also wo das Tier abgeholt werden muss. Und dann kommen die in der Regel innerhalb von 1 oder 2 Tagen und holen das ab. Da muss man auch nicht bei sein. Mittlerweile, das war früher nicht so, muss der Pass mit dabei liegen. Übrigens da Püppi gerade, wie man sieht, immer topfit. Aber nicht so in bester Figur. Muss noch ein bisschen abspecken, bevor es dann demnächst auf die Wiese geht. Na, Püppi, wäre nicht schlecht. Genau, den Pass muss man dazulegen. Der wird mit abgegeben quasi, also den Equidenpass. Das müssen ja alle Pferde einen Equidenpass haben und seit 2009 auch gechippt sein. Der wird also mitgenommen, damit man da halt jetzt nicht irgendwie mit den Pässen nachher noch irgendwie Blödsinn machen kann oder da es zu irgendwelchen Diebstählen, was weiß ich was, da was hin und her geschummelt, schon wieder ist der Elf. Genau, den muss also mit dazulegen. Man braucht da nicht bei sein. Die kommen halt mit so einem großen LKW. Also ich kann euch gerne erklären, wie es gemacht wird, wer sich das nicht anhören möchte. Also ein bisschen vorspulen. Bei uns ist es so, dass wir tatsächlich für kleinere Tiere, also sprich Fohlen, hier eine, ja, im Endeffekt eine Mülltonne haben. Also eine Tonne, die gab es hier oben schon am Stall, weil hier ja früher Rinder drin waren und es da natürlich auch mal irgendwelche Totgeburten mit Kälbchen oder so gab. Und daher gab es diese Tonne schon und da kann man die reinlegen und die kommen dann halt und holen die ab. Das ist bei größeren Tieren natürlich nicht möglich. Wir machen es jetzt so, wenn bei uns, also wir hatten jetzt den Fall vor kurzem, dass ein Einstellerpony, ein sehr altes, eingeschläfert werden musste, dass wir mit denen hier oben auf so ein schönes Stück Wiese gehen, die ein bisschen grasen lassen und die Tierärzte schläfern die da ein und dann wird es abgedeckt und kann auch direkt an der Stelle abgeholt werden. Ansonsten muss man natürlich, wenn man jetzt irgendwie ein Großpferd hat und kann das nicht, ne, oder es ist verstorben oder wie auch immer und muss noch irgendwie bewegt werden, muss man es natürlich irgendwie mit einem Trecker, Radlader, wie auch immer machen. Sind natürlich auch nicht so schöne Sachen und so schöne Bilder. Deswegen machen wir es halt immer so, dass wir direkt da oben an eine Stelle gehen, wo der LKW gut hinkommt und die ja trotzdem hier am Stall sind. Also für die Pferde ist es trotzdem eine gewohnte Umgebung ist. Und dann machen wir das direkt da von Ort und decken es dann ab. Und dann wird es in der Regel am nächsten oder spätestens übernächsten Tag abgeholt. Am Wochenende halt nicht, also wochentags.
Bei der Rennag war das so, da gab es auch eine App dazu, da konnte man dann die Abholung quasi beauftragen und wenn man bis 5 Uhr morgens das angemeldet hat, dann ist es auch am gleichen Tag noch abgeholt worden. Bei Sekanin habe ich mir jetzt die App auch mal runtergeladen. Ich brauchte sie ja bisher zum Glück noch nicht, habe das aber jetzt noch telefonisch gemacht. Aber ich glaube, da kann man es auch sonst per App machen. Da muss man sich aber vorher einen Account anlegen und Zugangsdaten schicken lassen. Genau, und dann werden die abgeholt, also wenn es größere Pferde sind, also der LKW hat, also man sieht auch die anderen toten Tiere nicht, die da schon drin sind, selbst wenn man dabei wäre, sondern der öffnet sich oben, also das Dach quasi öffnet sich von dem LKW und dann haben die einen großen Kran und heben das von oben rein. Also wenn es jetzt ein größeres Pferd ist, dann ja, wird es halt an allen vier Beinen quasi an diesen Kran gehangen und dann einfach in den LKW gehoben. Wie gesagt, da muss man nicht dabei sein, je nachdem, ich würde es mir auch nicht unbedingt angucken. Ich meine, das Pferd hat eh nichts mehr davon, ganz ehrlich, ob man dabei ist oder nicht, das bekommt eh nichts mehr mit. Ich denke, in dem Moment, wenn man es hat einschläfern lassen, wie auch immer, klar, da lässt man es natürlich nicht alleine, aber danach, also sollte man sich vielleicht nicht unbedingt angucken. Nicht so ein schöner Anblick. Also ich habe es schon mal gesehen, aber ist jetzt auch nicht grausam. Also die scheppern die jetzt nicht durch die Gegend oder keine Ahnung, dass die machen das schon auch alles vorsichtig und so weiter. Aber trotzdem ist natürlich was, was man nicht unbedingt, also nicht jeder vielleicht so gut sehen kann. Ja, und dann ist es eigentlich erledigt. Dann bekommt man eine Rechnung nachher über die Entsorgung. Das ist auch, glaube ich, von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich. Manche Landkreise bezuschussen das noch, andere nicht. Bei uns war es nämlich früher auch mal kostenlos bis auf 3-4 Euro oder so pro Tier. Das ist aber nicht mehr so. Zuletzt bei Rendag, also ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Preise sind, da war es so, ich glaube, ein erwachsenes Pony irgendwie 80 Euro, also um die 80 Euro, ich kann es nicht ganz genau sagen, ein Fohlen glaube ich irgendwie um die 40 und ein erwachsenes Pferd um die 150, 160 Euro. Die drei Abstufungen gab es da. Also Pony halt bis 1,48 Meter, dann alles was größer ist und halt nochmal eine Abstufung Fohlen. Wie es jetzt aktuell ist, also die Rechnung habe ich auch noch nicht bekommen, kann ich euch noch nicht sagen, aber so um den Dreh viel anders wird das nicht sein. Genau, so läuft das ab und dann ist eigentlich die Sache erstmal erledigt. Also wie gesagt, man bekommt dann irgendwann eine Rechnung und dann ja, muss man sich auch um nichts weiteres kümmern, also auch nicht irgendwie beim Zuchtverband oder so. Ich meine, es sei denn, man hat jetzt das Pferd natürlich noch irgendwo, das aktives Turnierpferd, Zuchtpferd, wie auch immer, eingetragen, aber man muss sich da im Prinzip nicht irgendwo melden nochmal. Wie gesagt, den Pass gibt man ja mit ab. Früher sollte man die mal zum Zuchtverband zurückschicken, aber jetzt werden die ja dann mit abgegeben. Und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Also ist halt immer eine unschöne Geschichte. Es gibt natürlich noch die Alternative. Also so machen wir es jetzt und ich denke mal auch viele Pferdebesitzer. Man kann natürlich auch das Pferd einäschern lassen und sich die Asche in der Urne mit nach Hause nehmen oder wie auch immer. Das ist natürlich auch möglich. Oder verstreuen, vergraben, was weiß ich. Das geht natürlich auch. Das geht aber schon kostenmäßig in die, ich denke, mehrere tausend Euro, je nachdem, mit allem drum und dran. Kann man natürlich auch machen. Ich weiß es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ob es jetzt da hinten stehen, unsere Easy Gang, ob ich es da machen würde. Das muss aber jeder selber entscheiden. Ich bin da eher ein bisschen pragmatisch und brauche das nicht so, dass ich mir jetzt die Asche von meinem toten Pferd oder wie auch immer zu Hause irgendwo hinstelle oder so. Für mich ist das wirklich in dem Moment, ja, ist es einfach nur noch der Körper. Ne? Wenn das Tier eingeschläfert ist oder verstorben ist, ist es halt im Endeffekt ja einfach nur noch der Körper. Also ich bin da, aber da gehen die Meinungen ja auseinander. Da muss auch jeder das machen, was für einen selber am besten ist. Definitiv. Also da würde ich niemals irgendwie mir eine Meinung drüber bilden. Ich mache es halt so, andere machen es sicher anders und alle Wege sind richtig. Wie gesagt, ich denke, in dem Moment ist es dem Tier egal. Also das muss man ja für sich selber entscheiden, wie man jetzt vielleicht besser damit abschließen kann. Also ich brauche das nicht, dass ich mir, reinpeitsche mich hier von hinten um. Dass ich mich da irgendwie mir die Asche zu Hause hinstelle und das ständig sehe oder so. Ich kann da besser mit abschließen, wenn man es einfach dann das Thema ja auch einfach erledigt ist. Aber wie gesagt, das kann jeder selber wissen. Wie da der genaue Ablauf ist, das kann ich nicht sagen. Da gibt es auf jeden Fall Unternehmen, die sich da um alles kümmern, dass das Tier abgeholt wird, eingeäschert wird und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall im Internet sicher auch Infos zu finden, wenn man das denn möchte. Und ja, wie gesagt, so ist jetzt der, sage ich mal, nicht einfache Weg, aber der normale Weg, wenn man das jetzt nicht macht mit diesen, es gibt auch Tierfriedhöfe mittlerweile, glaube ich, wo man die sogar beerdigen kann.
auch sehr, sehr teuer. Also ist natürlich auch immer so eine Sache, also klar, ne, nicht jeder hat mal eben noch, wenn das Pferd vielleicht lange krank war, Tierarztrechnung, Klinikrechnung, wie auch immer, noch ein paar tausend Euro irgendwo rumliegen, um das Pferd irgendwie zu beerdigen oder einäschern zu lassen oder so. Das ja, muss auch jeder selber wissen und sollte dann auch keiner verurteilen. Genau, das Wendys Kommentar noch dazu. Tritt uns hier denn hinter in die Kamera. Ja, bei dem Wetter hättet ihr schon noch draußen bleiben können. Aber heute ist es halt so. Ich gehe jetzt auf jeden Fall Zaun reparieren. Meine Lieblingsbeschäftigung nicht. Wird mich jetzt den ganzen Frühjahr und den ganzen Sommer wieder verfolgen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr nochmal irgendwelche Fragen habt, ich versuche die zu beantworten, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage hoffentlich bis bald.